Moin meine lieben Freunde des Michael Mystischen und willkommen zurück zum nächsten Part von... Was war das denn? Von Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. Im letzten Part haben wir unseren ersten Begleiter Mallow getroffen und sind auf dem Weg, einen Dieb zu finden. Also Officer Mario und Officer Mallow on the road. Falscher Knopf. Aber es war einfach ein Pilz anscheinend, normaler, okay. Oder Special Items? Nö. Nee. Ich kann nicht so laut sein, weil ich eben schon unterbrochen wurde, als ich den Part von Little Inferno aufgenommen habe, den zweiten Part. Der zweite Part von Little Inferno ist ein bisschen chaotisch geworden. Ihr könnt ihn trotzdem auschecken, wenn er morgen rauskommt. Doch, müsste morgen. Da ist er. Was ist das? Du dummer Idiot, du jagst einen Kürbis? Was? Wir müssen versuchen, den zu überraschen. Hinten müssen wir kommen, okay. Ha, da haben wir ihn. Ha! Deine Augen sind echt schneller als deine Füße. Aber mit dieser Rate wird es noch 100 Jahre mehr brauchen, mich zu fangen. Oder 50 Jahre? Oh, du schon wieder. Das wird langsam langweilig. Es reicht. Lass mich willkommen. Lass mich ganz fair geschnappt hast du mich. Gib deine Münzen zurück. Boah. Habt ihr mir nicht geglaubt? Ich hab gelogen. Nein, er will uns fighten. Der richtige Affe will uns fighten. Der hat gar keine Chance, will der. Ist das jetzt erst der Bosskampf? Was? 5! Okay, wir packen Fire Orb aus, Junge. Oh. Thunderbolt. Okay, ihr sagt, Krokus mögen kein Feuer. Hat man gemerkt. Ja, es macht richtig viel Schaden, das Feuer. Was macht der da? Was? Okay. Jetzt reicht's. Junge. HP Rain? Nein, nicht zu Mallow. Fuck. Ich wollte es auf Mario machen. Wenn er jetzt stirbt, ne? Der heilt sich, der Affe. Und ich hab kein Dings mehr. So, setzen wir das mal ein hier. HP Rain. So, da hat der wieder Leben. Und jetzt... Ich hoffe,
dass du repeatedly pressens nicht zu laut. Aber muss halt sein. 93. Du kannst hier nicht widerstehen. Ach du Mellow! Jetzt ist das Arschloch ist dran, Junge. Ich mach den jetzt richtig kalt. Das ist tatsächlich der erste Mini-Boss, das ist der erste Boss-Gegner in dem Spiel. Den machen wir aber eiskalt fertig, du. Gib mir meine Münzen wieder! Oder ich werde dich nochmal fertig machen! Au! Ich werde sie heim zurückgeben, aber in Schlägen. In der alten Scheißmünze wieder. Adios, amigos. Alles gut. Wir haben sie zurück. Wir haben gewonnen. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Großvaters Münzen wieder. Ich kann meinen Einkauf jetzt nur erledigen. Hey, guck mal, der Krokotyp hat eine Brieftasche hier vergessen. Ich werde zurück zum Laden im Pilzkönigreich geben. Kommst du mit? Oh, ein Trampolin. Wie social. Ja, gehen wir nochmal zurück. Dann wieder. Saven. So, und dann. Oh. Die haben eh keine Chance, die Affen hier. Denken diese denn? Zack. Im Mellowway getan. Ich zeig sie jetzt mal. Zerstört. Map, wie gesagt. Ja, ich weiß, das bringt mir auch immer nicht. Ah, okay, ich muss hier oben lang, Alles klar. Perfekt. Mushroom Kingdom. Hey. Was ist denn für einer? Scheiß da. Hä? Wie der einfach nicht trifft, ist der blöd. Nein. Ja gut, Mellow. Der kriegt das schon hin. So, zack. Oh, Mellow. Reicht nächstes Level. Level 4. HP. Der braucht definitiv HP. Der Gute. Danke, Mario. Ich hab versucht, ruhig zu bleiben, aber das ist eben nicht so einfach, du. Jungs, guck mal, was ich gefunden hab. 10 Münzen. Cool. Hey.
Lass Tolly in Ruhe. Hast du dir wohl so gedacht? Kurz im Prozess mache ich mit euch. Ja. Komm ab. Hat sich Nintendo dabei wohl wieder mal gedacht? Naja, gut. Ist ja ganz lustig. Ich weiß schon mal, was auf Thumbnail kommt. Das war echt zu scheiße knapp. Danke, Fiese Mario. Hey! Das ist die Brieftasche, die das Krokodil von mir geklaut hat. Kann ich die zurückhaben? Natürlich. Ich danke dir so sehr. Hier! Das kriegst du als Belohnung. Hier, komm, nimm schon! Flower Tap. Oh, davon haben wir jetzt zwei schon, ne? Cool, 20 Flower Points. So, wo sind noch mehr von denen? Ey, lass den Arschloch Toad in Ruhe. Ja, gar nicht hier. Ne, ich freue mich schon auf die Paper Mario Spiele, wenn wir die Let's Play in Paper Mario und Super Mario Mario Luigi. Ich freue mich da extrem drauf auf die Spiele. Die werden cool. Leute, versprochen, die werden cool. Was? Seh mir nix. Daneben? Wie soll das denn funktionieren? Also, vielleicht erst mal meine Pause, wie lange ich schon aufnehme. Wir sehen uns gleich wieder ganz kurz. So, kann weitergehen. Sind ja gerade erstmal bei 12 Minuten oder so. Deswegen, da geht noch einiges. Ein paar Minuten gehen da noch. Kann ich mit Mello auch irgendwie die Angriffe blocken oder das nicht? Also, ich weiß es nicht. Was ich weiß und was ich gut finde, ist, dass in diesem Spiel auch der Partner, der im Kampf gestorben ist, trotzdem die Erfahrungspunkte bekommt. Also in späteren Mario und Luigi Spielen ist es ja so, wenn zum Beispiel Mario stirbt im Kampf, man ihn nicht wiederbelebt und der am Ende des Kampfes, wenn man gewonnen hat, nicht mindestens ein KP hat, kriegt er keine Erfahrungspunkte, dann kriegt nur der andere die. Das gibt es hier zum Glück nicht. Und vor allem, wir haben eh noch keine One-Up-Pilze, deswegen können wir eh nicht beleben. Wenn es überhaupt in diesem Spiel überhaupt gibt. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich überhaupt einen normalen Pilz dafür geben und der wacht wieder auf, das weiß ich nicht, aber. Hey, bleib hier. Bowser, ey. Schickt der uns Shy Guys? Ne, wie heißen sie? Oh, ich glaube, ich habe gerade geblockt mit ihm. Krass. Ja, Tatsache, okay. Okay, es wird das Leben wirklich sehr knapp. Ich setze mal auf Mario den Pilz ein, weil der mehr Schaden macht. Also der braucht das Leben eher. Wenn Mario stirbt, Mello ist noch da, dann könnte es ein bisschen hart werden im Gewinnen.
Sagt, der ist aber tot. Super. Noch einer. Die kommen von da drin. Aha. Oh, wow. So. Lol. Ich hab angefangen richtig zu schütten. Bitte. Hört man das gleich im Hintergrund? Das regnet schon ordentlich. Gut, wir müssen da jetzt reingehen. Wir werden definitiv Mellow heilen. Blumenpunkte sind voll. Oh, was haben wir denn da? Rare Frog Coin. It's a Frog Coin from Frog Fucius. Hä, ja, wir haben auch unten eingeblendet eine Frog Coin, aber wir haben davon nur eine irgendwie. Aber die wird auch nicht angezeigt. Ich glaube, wir müssen mal ins Schloss. Ich glaube, hier gibt es Probleme. Gott! Hey, der Witzka! Komm hier näher! Bezweifle, dass man die besiegen kann. Denk mal, die kommen unendlich da raus. Schön. Ganz schlecht sind die Kämpfe nicht, dann gibt es nämlich gleich wieder ein Level up, halt mal. Also die geben auch recht gut EP, glaube ich, ne? Was geben die 5 EP oder so? Na, 3. Boah. Das sag ich ja, das ist Mario. Level 5. So. Oh, das war wirklich furchteinflößend. Hier versteckt sich im Bettraum der Prinzessin. Aber einige und also ein paar andere und ich konnte derzeit nicht flüchten. Ich hoffe, es wird niemand verletzt. Okay, die verstecken sich hier. Muss ich mir jetzt den Weg frei machen oder was, dass er da durch kann oder? Dann komm her, dann machen wir euch fertig. Jetzt so ist. Oh lol, sogar One-Hit mittlerweile. Oh, das hat viel Schaden gemacht. Also 30 Leben scheinen die zu haben. Ja, 30 Leben ist schon ordentlich, aber geht klar. Bam, auf die Fresse, gibt's hier. Schon wieder von Mario gerettet. Könnte ich dir irgendwann mal genug danken? Okay, einen freimachen muss ich nur, okay. Bisschen verarschen. Ich guck ganz kurz auf, wie lange der Part ist, Leute. Bis gleich. Ich beende hier den Part. Danke euch fürs Zusehen. In der nächsten Folge versuchen wir in den Bettraum der Prinzessin reinzukommen. Es wäre schön, wenn ihr nicht vergesst, das Video zu bewerten, ein Like dazulassen, wie gesagt, oder wenn euch das Video wirklich nicht gefallen hat, ein Dislike, einen Kommentar zu schreiben und meinen Kanal natürlich unten zu abonnieren oder auch hier gleich erscheint gleich dieser komische Kreis in der Mitte, also bis dieses Viereck, da könnt ihr auch drauf klicken zum Abonnieren. Danke euch fürs Zusehen. Bis dann und ciao.